Dschungeltina macht Grenzerfahrung, Daniele flippt aus. Schlaflos im Dschungel. Mit der armen Tina York, 63, können die Camper es ja machen. Die Seefahrerin hatte nach vielen Prüfungssperren ein schlechtes Gewissen und wollte etwas für das Gemeinwohl der Gruppe tun. Dafür ging sie bis an ihre Grenzen, an denen andere Camper offensichtlich schon angekommen sind. Während alle schnarchten, setzte sich auf Schlafenzug. Erst löste sie Katja, 29, und Jenny, 25, bei der Wache ab, schließlich könne sie ja nicht schlafen. Freundlicherweise gesellte sich Tatjana, 46, zu, doch auch die Blondine schlummerte prompt ein. Schließlich nahm 5 Sterne Matthias, 34, den Kampf gegen die Müdigkeit auf und scheiterte kläglich. Aus nächtlicher Gesellschaft sollte an diesem Abend für Tina also nichts werden, sie dass sie sich Mutter Selim allein vom Flackern des Feuers hypnotisieren ließ. Grenzerfahrung endet erst, als Daniele, 22, am Morgen erwacht. Der ist völlig überrascht, sie so ganz alleine am Feuer zu sehen. Die Schlagersängerin erklärt daraufhin ihre Motivation: Ich habe jetzt meine dritte Schicht hinter mir. Ich habe euch extra schlafen lassen, weil Ansgar oder du ja vielleicht zur Prüfung müsst. Das geht dem DSD-Sänger dann aber doch zu weit und er verpasst dem Rest des Camps mal einen richtigen Einlauf. Das ist echt uncool. Ansgar, David, Katja und Punkt, das kann doch nicht sein, dass hier die älteste Frau von allen die ganze Nacht wach ist. Das geht doch nicht. Leg dich jetzt hin. Wie findet ihr Danieles Negronis Reaktion? Echt gut. Es kann ja wirklich nicht angehen, dass Tina die ganze Nacht wach ist. Naja. Tina wollte das machen, um etwas für die Gruppe geleistet zu haben.